Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das wird mal ein anderes Format. Und zwar wird es zum Teil eine Rezension, aber zum anderen Teil soll es auch mal, ich wollte es einfach mal ausprobieren, einen Buch-Hörbuch-Vergleich geben. Ich würde sagen, wir machen erst schnell die Rezension und dann machen wir den Buch-Hörbuch-Vergleich. Ich habe hier auch meinen schlauen Zettel. Ich habe mir die Punkte ein bisschen aufgeschrieben, also als Gedankenstütze. Aber ich würde sagen, erstmal zur Geschichte. Oh mein Gott, Leute. Das hat mich so fertig gemacht. Das hat mich fast in eine Leseflaute gestürzt, ich sag's euch. Gucken wir da erstmal. Also, das Buch hat 478 Seiten. Achso, es geht übrigens um das Reich der sieben Höfe von Sarah J. Maas. Den ersten Teil Dornen und Rosen aus dem DTV-Verlag sowie aus dem Audio-Verlag, das Hörbuch. Das ist ungekürztes Hörbuch, wir fangen einfach damit an. Machen wir es so. Hat insgesamt eine Laufzeit von 16 Stunden 55 Minuten und wird gelesen von, wie heißt sie? Ich habe den Namen vergessen. Ann Vielhaben. Das zum einen dazu. Und zum anderen, wie gesagt, das Buch aus dem DTV-Verlag hat 479 Seiten und ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich glaube, das Hörbuch kostet 19,99 € und ich glaube, das Hardcover auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich ein, wie ihr seht, Leseexemplar habe und da steht das nicht drauf. Aber ich blende es euch einfach hier ein, was die beiden kosten. Dann könnt ihr das sehen. Ansonsten sind die auch beide unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und ja, in Das Reich der Sieben Höfe, worum geht es eigentlich? Es geht darin um Feyre. Und Feyre ist ein Mensch, der in einer Welt lebt, in der das Elfenreich, also das Feyreich in dem Fall, und die Menschenwelt durch eine Mauer getrennt sind. Früher war das mal irgendwie alles eins, dann gab es einen Aufstand. Und seitdem ist das Ganze getrennt und die Menschen hassen und fürchten die Fae. Mittlerweile gibt es auch in der Welt von den Menschen keine Fae mehr. Ab und zu kommt man noch irgendwas über diese Mauer, aber das sind mehr immer nur so Gruselgeschichten. Also niemand glaubt so richtig daran. Und ja, Feyres Leben ist auch nicht gerade angenehm. Ihre Familie war früher relativ wohlhabend. Hat dann aber ihr ganzes Vermögen verloren. Außer Feyre gibt es auch noch zwei Schwestern und ihren Vater, der allerdings ja, ein leichtes Handicap hat. Und ja, die sind nun mittlerweile bettelarm. Und Feyre ist so ziemlich die Einzige, die sich irgendwie darum kümmert, dass diese Familie überleben kann. Feyre geht regelmäßig in den Wald, um halt eben Tiere zu jagen, damit sie wenigstens was zu essen haben und tut auch sonst alles, um diese Familie zusammenzuhalten, obwohl sie eigentlich die Jüngste ist, aber sie hat das damals ihrer Mutter versprochen. Und ja, dieses Versprechen will sie ihm einhalten. Und eines Tages, als sie wieder auf der Jagd ist, bemerkt sie ein Reh und ja, sucht das als ihre Beute aus. Allerdings hat es auf dieses Reh auch ein ziemlich großer Wolf mit goldenen Augen abgesehen, der gegenüber im Gebüsch lauert. Und ja, Feyre will ihm dieses Reh aber nicht überlassen, obwohl sie sich nicht ganz sicher ist, ob es nicht eventuell ein Fae sein könnte, der verwandelt ist. Denn die können sich irgendwie in Tiere verwandeln. Und ja, Feyre entscheidet sich dazu, diesen Wolf zu töten, obwohl sie sich nicht sicher ist und es ein ziemlich großes Verbrechen ist, einen Fae zu töten. Ihr gelingt das Ganze auch und ja, mit dem Wolf und dem Reh kann sie ihre Familie erstmal eine Weile über Wasser halten, bis dann eines Abends plötzlich ein Monster in ihre Hütte gestürmt kommt und den Schuldigen für den Mord an eben diesem Wolf, der tatsächlich ein Fae war, sucht. Und ja, dieses Monster stellt Feyre vor eine, vor zwei Optionen. Zum einen entweder zerreißt er sie sofort in der Luft, was ihren natürlich ihren Tod bedeuten würde, oder sie kommen mit ihm ins Feyreich und lebt dort.
Ja, Farrah entscheidet sich natürlich für das Leben und begleitet dieses Monster, denn ihr bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Aber ja, sie hat halt die Hoffnung, dass sie irgendwann wieder fliehen kann. Im Feyreich muss sie dann allerdings feststellen, dass irgendwie die Geschichten alle nicht so ganz wahr sind, die sie darüber gehört hat. Und dass auch alles ganz anders da ist, dass auch die Fey ganz anders da sind, als sie erwartet hat. Denn sie trifft dort nun auf Tamlin. Und ja, Tamlin hat ein Geheimnis und Feyre wird immer weiter in seine Welt hineingezogen und ja, das verändert sie und verändert auch diese Welt ein bisschen. Ich glaube, viel mehr sage ich zum Inhalt nicht. Ich noch kurz, wie es mir gefallen hat, wobei das habe ich, glaube ich, schon ausgedrückt. Also es hat von mir 4 Sterne bekommen, weil mich tatsächlich 2 Kleinigkeiten gestört haben. Zum einen wird Farrah im Laufe des Buches ein Rätsel gestellt, das ich persönlich viel, viel zu leicht fand, weil ich wusste schon, bevor das komplette Rätsel ausgesprochen war, was die Lösung ist. Und sie hat halt einfach ewig gebraucht, um darauf zu kommen. Also eigentlich bis zum Ende des Buches. Das hat mich ein bisschen genervt, weil ich das Rätsel einfach viel zu einfach fand. Da hätte ich mir gerne was Schwierigeres gewünscht. Und zum anderen, Farrah ist ja Künstlerin, wenn man das so sagen möchte. Sie malt halt sehr gerne und immer wenn sie irgendwas sieht, was sie so vorher noch nicht gesehen hat, kommt immer und immer und immer wieder derselbe Satz, nämlich: Selbst wenn ich das ganze Leben Zeit hätte, könnte ich das niemals malen oder sowas. Und das hat mich irgendwas so ein bisschen genervt tatsächlich, so dass es dann tatsächlich von mir nur 4 Sterne bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich wahnsinnig gespannt, wie es weitergehen wird. Tatsächlich kann ich euch beruhigen, das Buch hat keinen Cliffhanger. Das ist eine relativ in sich abgeschlossene Geschichte, die natürlich irgendwo ein offenes Ende hat, aber eben kein Cliffhanger, das wollte ich damit sagen. So viel zum Buch. Und nun kommen wir zum Hörbuch-Buchvergleich, worum es ja eigentlich gehen sollte. Ich wollte das schon länger tatsächlich mal ausprobieren und einfach, ich habe einfach mal so die Vorteile des Hörbuchs und die Vorteile des Buchs zusammengestellt. Und ja, die möchte ich euch jetzt einmal vorstellen, sozusagen. Weil so unterbewusst war mir das zwar immer klar, aber ich fand es eigentlich ganz nett, das mal so wirklich auszuprobieren. Ich habe tatsächlich angefangen mit dem Hörbuch. Ich habe auch tatsächlich, glaube ich, den meisten Teil gehört, weil ich einfach immer nicht aufhören konnte, weil die Geschichte mich so gepackt hat. Und ja, vielleicht noch 2 Sätze zum Hörbuch. Ich finde die Sprecherin, am Anfang fand ich sie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber letztendlich hat sie mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Das Einzige, was ich ein Ticken schade fand, war tatsächlich, dass die männlichen Stimmen sich halt auch extrem weiblich angehört haben. Also da hätte ich es fast, glaube ich, schöner gefunden, wenn es 2 Sprecher gewesen wären, also ein männlicher und ein weiblicher. Aber nichtsdestotrotz hat mir richtig gut gefallen und ich würde auf jeden Fall jederzeit wieder ein Hörbuch hören, das sie gesprochen hat. So. Wollen wir anfangen mit den Vorteilen des Hörbuchs? Fangen wir an mit den Vorteilen des Hörbuchs. Und zwar zum einen natürlich, ich glaube, das ist auch jedem klar, aber ich sage es trotzdem nochmal, das Hörbuch kann man einfach nebenbei hören. Das ist einfach, ich glaube, ich hätte niemals so schnell dieses Buch durchbekommen, wenn ich nicht nebenbei Hörbuch gehört hätte. Wenn man einfach das Hörbuch tatsächlich hören kann, wenn man andere Dinge macht, wenn man die Spülmaschine ausräumt, wenn man arbeitet, wenn man läuft. Also habt ihr mal versucht, beim Laufen zu lesen? Das funktioniert nicht. Ist zumindest sehr gefährlich. Aber in all diesen Situationen kann man einfach Hörbuch hören und dadurch kommt man einfach viel, viel schneller voran, was unglaublich gut ist. Und ja, das ist so mit der erste und größte Vorteil des Hörbuchs gegenüber dem Buch. Zum zweiten, das ist mir aufgefallen, nachdem ich ein paar Videos gesehen habe von Leuten, die dieses Buch gelesen haben. Man lernt einfach die richtige Aussprache der Namen. Das fand ich immer, immer, immer wieder sehr, sehr lustig, weil
Da sind halt auch so Namen drin wie Feyre, Prysian, Tamlin, was war denn noch? Amarantha. Wenn man nicht weiß, wie man die aussprechen soll, ich glaube, ich hätte auch totales Kauderwelsch ausgesprochen. Also, das ist halt das Schöne an dem Buch. Ich meine, die Sprecher, die wissen, wie man das aussprechen muss tatsächlich. Und dadurch bekommt man auch die richtige Aussprache und sagt dann nicht Prytian oder was weiß ich. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der andere? Der hatte doch auch so einen komischen Namen. Egal. Auf jeden Fall, das ist auch ein ganz großer Vorteil auf jeden Fall vom Hörbuch. Dann, das hängt so ein bisschen mit diesem Nebenbei zusammen. Ich finde, Hörbuch hören kann man auch ganz gut, wenn man müde ist zum Beispiel. Also mir fällt es sehr schwer, wenn ich müde bin, tatsächlich zu lesen, weil dann irgendwann die Buchstaben so vor meinen Augen verschwimmen und es einfach wahnsinnig anstrengend für die Augen ist. Und beim Hörbuch kann ich einfach die Augen zumachen und kann einfach zuhören. Und deswegen ist es auch, finde ich, eine super Alternative zum Buch, wenn man halt eben müde ist. Zwei haben wir noch. Und zwar zum anderen, das Schöne an den Hörbüchern ist ganz oft, dass es so Sounduntermalungen gibt. Das heißt, es gibt sozusagen Soundeffekte. Das ist jetzt in diesem Hörbuch nicht ganz so ausgeprägt. Es gibt zwar zwischendurch auch immer wieder so leichte Musikklänge oder sowas. Das macht das Ganze, finde ich, sehr rund und sehr schön und man kann sich da so reinfallen lassen. In anderen Hörbüchern ist es tatsächlich wesentlich ausgeprägter. Diese Haare. Die sind so elektrisiert, sie kleben ihm im Gesicht. Ich versuche sie mal hinter mein Ohr zu machen. Vielleicht hilft das. Zum Beispiel in. Wie heißt das? Die Spiegelwelt. Nicht Spiegelwelt. Die Spiegeltrilogie. Wie heißt das denn? Ich komme gerade nicht drauf. Reckless, genau, Reckless. Das ist auch von den Tönen her extrem ausgefeilt und ist so märchenmäßig aufgemacht. Das ist wahnsinnig gut. Also wenn ihr Hörbücher mögt, hört euch auf jeden Fall mal Reckless an. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Und als letztes auch noch ein Vorteil für uns Büchersüchtige. So ein Hörbuch nimmt einfach kaum Platz im Regal weg. Während so ein Buch, also für die, die am Platzmangel leiden, das ist definitiv ein Vorteil. Ja, das waren die Vorteile des Hörbuchs. Wenn ihr Hörbücher mögt, schaut auf jeden Fall meine Infobox. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich fand es richtig gut. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Und nun kommen wir zu den Vorteilen des Buches. Mir ist aufgefallen, zum einen im Buch komme ich viel, viel, viel schneller voran. Also ich habe im Hörbuch für 120 Seiten tatsächlich Ewigkeiten gebraucht, während ich im Buch wahrscheinlich die vierfache Menge in der Zeit gelesen hätte. Aber natürlich in der Zeit, wo ich nicht lesen konnte, was man dann auch wieder aufwiegen muss. Aber ansonsten muss ich grundsätzlich sagen, ein Buch liest sich einfach viel, viel schneller, als sich ein Hörbuch hört. Also wenn ich es komplett gelesen hätte, hätte ich, glaube ich, keine 16 Stunden gebraucht. Und das Hörbuch geht ja nur mal 16 Stunden. Und man kann es auch in seinem eigenen Tempo lesen. Also es ist ja so, dass jeder ein anderes Tempo beim Lesen hat. Ich zum Beispiel lese sehr, sehr schnell. Und ja, das kann man halt beim Hörbuch nicht beeinflussen, weil halt die Sprecherin ihr Tempo hat. Und deswegen ist das ein ganz großer Vorteil vom Buch, dass man eben sein eigenes Tempo bestimmen kann und einfach viel, viel schneller vorankommt. Ja, zum anderen natürlich, die Story im Buch ist ein bisschen individueller, wenn man es liest, weil natürlich die Vorstellungskraft der Stimmen auch einen gewissen Teil dieser Story ausmacht und auch einen Teil des Charakters ausmacht. Und im Hörbuch hat man halt schon eine Stimme vorgegeben und auch eine gewisse Emotion in dieser Stimme. Und das nimmt einfach so ein bisschen die Vorstellungskraft, die man hat, wenn man es halt liest und das alles sich selbst denkt. Ich finde, das ist auch ein großer Vorteil vom Buch natürlich, dass man eben seine ganz eigene individuelle Story hat, weil man seine ganz eigenen individuellen Stimmen im Kopf hat, die eben zu diesen Charakteren passen, so wie man sich die vorstellt. Und ja,
Das ist definitiv ein weiterer Vorteil des Buches. Dann habe ich noch als weiteren Vorteil des Buches, ich weiß nicht, ob das jedem so geht, also mir persönlich geht es so, ich kann beim Lesen, wenn ich das Buch selber lese, tatsächlich besser abschalten. Während ich beim Hörbuch immer versucht bin, irgendwas nebenbei zu machen, mit meinem Handy zu spielen oder halt zu arbeiten, wenn ich gerade arbeiten muss, ja. Aber auch wenn ich zu Hause irgendwie höre oder ich höre im Bus mal oder in der Bahn, ich habe immer das Bedürfnis, irgendwas mit meinen Händen zu machen. Also ich spiele da meistens mit meinem Handy oder tue sonst irgendwas. Und dabei kann ich halt nicht so hundertprozentig abschalten und mich entspannen, wie zum Beispiel, wenn ich das Buch lese. Weil dann kann ich mich nur auf das Buch konzentrieren und alles andere wird komplett ausgeblendet. Dann, was mir jetzt gerade hier wieder aufgefallen ist, was auch ein riesengroßer Vorteil tatsächlich vom Buch ist, gegenüber einem ungekürzten Hörbuch. Das ist speziell jetzt wegen einem ungekürzten Hörbuch. Man kann in einem Buch tatsächlich Sachen, Wiederholungen, die eigentlich total unnötig sind und die einen nerven, einfach überlesen. Ich hatte jetzt in dieser Geschichte, das habe ich eben schon gesagt, die Sache mit diesem, selbst wenn ich ein Leben lang Zeit hätte, könnte ich das niemals malen und bla. Und das musste ich mir halt im Hörbuch anhören. Im Buch hätte ich es einfach überlesen können, weil ich mir gedacht hätte, ah ja, schon wieder. Okay, weiter. Und das ist halt einfach ein Vorteil. Man kann einfach Sachen überspringen. Man kann die einfach so überlesen. Man kriegt sie zwar unterbewusst irgendwo mit, aber man liest sie nicht bewusst. Und das kann eine Story tatsächlich besser machen. Wenn man solche Sachen, die für einen selbst total unwichtig oder uninteressant sind oder nervig sind, einfach überlesen kann. Und als letztes habe ich noch, während das Hörbuch natürlich im Regal viel weniger Platz nimmt, wegnimmt, sieht natürlich so ein Buch viel, 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 viel hübscher im Regal aus. Das ist einfach ein sehr dekorativer Gegenstand und ja, definitiv auch ein Argument für das Buch. So, wie ihr jetzt vielleicht mitbekommen habt, habe ich euch nun exakt gleich viele Vorteile des Buches und des Hörbuches genannt, weil ich mich tatsächlich nicht entscheiden kann, was ich besser finde, weil ich finde einfach beides gut. Es hat beides seine Vorteile, es hat natürlich auch dementsprechend beides seine Nachteile. Und ja, ich glaube, es ist tatsächlich eine Sache der Vorliebe und der Situation. Wenn ich könnte, würde ich, glaube ich, zu jedem Buch gleichzeitig das Hörbuch hören. Dann kann ich immer abwechseln und das ist einfach, das habe ich jetzt da einfach gemerkt, das hat einfach Spaß gemacht und je nach Situation konnte ich immer weiter an der Geschichte teilhaben und gerade bei einem spannenden Buch ist das wahnsinnig gut, wenn man eben nicht unterbrechen muss und muss dann ewig warten, bis man in der Geschichte weiterkommt und ja. Deswegen, ich denke, da ist für jeden etwas dabei. Versucht auf jeden Fall mal, wenn ihr es noch nie gemacht habt, ein Hörbuch zu hören. Ich persönlich liebe es mittlerweile und es ist, glaube ich, auch mit ein Grund tatsächlich, warum ich so viel lese. Weil ich natürlich auch viel Hörbücher höre und das auch teilweise tatsächlich oft ergänze. Also ich habe ganz oft auch von Büchern mir einfach in der Bücherei die Hörbücher geholt und höre die dann abwechselnd. Das ist natürlich ein super, super, super großer Vorteil. Und ja, ich werde auch weiterhin Hörbücher hören. Falls ihr gerne mal ein Video sehen möchtet, was ich so gerne für Hörbücher höre und wo ich meine Hörbücher herbekomme und wie ich halt allgemein damit umgehe, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dann kann ich das gerne mal machen. Ansonsten war es das jetzt soweit mit diesem wundervollen Hörbuch-Buchvergleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meinen Vorteilen haltet und ob ihr das auch so seht oder nicht oder ob ihr noch andere habt, die euch so spontan einfallen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!